willkommen zu einer weiteren Folge Ghost Watchers mit Like My Style. Du musst Hallo sagen. Ich bin gewohnt, dass ich in der Anmut immer ruhig bin. Ja, und heute wollen wir auf Level 20 kommen. Likey ist bald soweit. Das heißt, heute werden wir alles daran setzen, auch Level 20 Geister uns anzuschauen. Unter anderem nämlich der Krampus und dieser andere Gruselige aus der schwedischen Mythologie. Die wollen wir heute sehen. Wir machen dafür alle Modifikatoren an. Ja, wir haben ja in der letzten Folge Ektoplasma nur gemacht, dann einmal die Vernunft und Pentagramm. Könnt ihr gerne unten in der Beschreibung abchecken, die Folgen. Heute machen wir alle Modifikationen mit dem schwierigen Schwierigkeitsgrad schwer. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Ja. Braucht jetzt kein Licht mehr, ne? Nein. Geil. Kein Licht, keine UV-Lampe und du kannst viel Sachen in die Hand nehmen. Cool. Dann hole ich mal die Dashelamp. Aber wo habe ich denn die UV-Lampe, also die Kamera? Aber wo kriege ich denn eigentlich jetzt mein... Ich habe jetzt ja... Ach, du hast das EMF genommen, oder? Ich habe das EMF. Kann ich das Licht auch ausschalten? Ja, wenn du F drückst. Weil manchmal ist es auch besser, gerade jetzt zum Beispiel... Mhm. Ey, ist ja mega nice. Ja. Kann ich mir jetzt echt die ganzen Gegenstände hier wegjieten? Vor allem ist es halt mega nice, wenn du siehst, wo du hingezogen wirst. Ja, ja, das ist halt echt, das ist OP. Und dann nicht mehr irgendwo im Dunkeln stehst. Ja, das ist OP. Sie klar kommen noch hier drauf. So, da haben wir eigentlich schon einen Totenschädel. Ja, gut. Das ist sehr nice. Da haben wir auch den nächsten. Das ist der Traumfänger. Das ist cool, dass ich das alles direkt jetzt nehmen kann. Okay. Dann kann ich das auch gleich mal hier hin droppen. Ich droppe das hier unten hin. Alles. Und dann kann ich... Wir haben ja. Minus 5 bis plus 5 Grad. Die Rose. Sehr gut. Oh, da kann man auch wieder kriechen. Da kriegt man einfach nur den Raum, witzig. Der Geist dann wohl nicht findet. Im Bädern ist eigentlich nie was. Ich habe den Teddy gefunden. Teddy. Teddy. Nice. Gut. Das ist ja schon echt riesig hier, ne? Ja. Wissen wir schon ungefähr, was es sein könnte zum Verteidigen? Was hast du jetzt? Thermometer? Thermometer ist plus 5 bis minus 5. Und also minus 5 bis elektromagnetischer Feldsensor? Glaube 3. Fußspuren? Also ich hatte bislang nichts Höheres als 3. Fußspuren haben wir keine. Notizbuch haben wir auch noch nicht. Partikelzähler? Die Nonne. 100 bis 500. Wir haben die Nonne. Könnte tatsächlich die Nonne sein. Wir haben die Nonni. Also ich würde jetzt einfach mal... Oder wenn ich das Dings weglasse... Ich habe die Maske, ich habe alles. Ja, also es muss eigentlich die Nonne sein. Egal, was das EMF anzeigt. Geil. Yay. Das heißt, wir können uns mit einem Kruzifix verteidigen. Nice. Dann bekommst du das aus dem Regal. Ich kaufe mir ein neues, weil du hast gerade viel Geld ausgegeben. So, ich habe jetzt eigentlich alles. Ich kann hier runter, ohne zu sterben, oder? Ja. Okay, so, dann haben wir noch hier das. Und den Spiegel baller ich auch mal hier hin. Und das. Und die Rose liegt auch hier. Gut, dann gehe ich jetzt. Dann suche ich trotzdem nochmal den Lieblingsgegenstand. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Der ist oben. Das ist der Teddybär. Wo ist der? Ganz oben? Der ist irgendwo eins hoch und dann nach rechts. Irgendwo da in den Räumen war der. Was du danach machen kannst, wenn du möchtest,
wäre dir eine Fackel besorgen. Also einmal heiliges Feuer. Das sollte ich vielleicht jetzt schon tun. Und damit dann... Oh nein, sie holt mich. Hoch, aber ich habe zum Glück Licht. Nur jetzt, wo wir die haben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Gut, du bist hier. Bist du? Hier. Ich habe ja zum Glück alles noch, aber ich muss schnell. Was wollte eine Fackel? Eine Fackel, um einfach nur Ektoplasma zu suchen und das Kruzifix, um dich zu verteidigen. Okay. Kruzifix verteidigen. Und eine Fackel, um Ektoplasma zu sehen. Oh Gott, ich dachte gerade, die bringt mich um. Das wäre jetzt ärgerlich. Man vergisst es dann irgendwann voll. Ja, gut, ich kann sie nicht mehr wegziehen. Ja, du Schwein. Ich habe doch gesagt, ich kaufe es nicht. Doch, das ist schon okay. Unfair ist. So, mit Ektoplasma sehen wir mit dem Feuer das Ektoplasma. Du oben, genau, nicht unten? Ja, weil dann kann ich das nämlich aufsaugen. Damit wir auch unser Bällchen bekommen. Und erste Etage war der Teddybär. Ja, warte, ich bring dir den Teddybär. Ich stehe direkt vor ihm tatsächlich. Okay, dann bring den mal runter, dann gehe ich mal ganz hoch. Ja. Oh, geht gar nicht ganz hoch. Wie lang muss oder wie weit muss man neben diesem Ektoplasma stehen, damit es sichtbar wird? Doch schon relativ nah mit dem Feuer. Okay, oh, ich hab's. Ah, da bist ja du. Hab's nicht. Mhm. Ah, ich hol den Teddy. Genau, da ist der Teddy. Und dann bringe ich das Ektoplasma gerade raus. Und dann komme ich wieder. Ah, hier, das Ektoplasma ist hier. Ich hab's. Dann bleib du da mal stehen. Okay. Hier oben, wo ich bin. Greift der hier auch an? Eigentlich nicht, oder? Man ist ja hier draußen. Auf dem Schwierigkeitsgrad tatsächlich nicht. Auf Wahnsinn greift er auch draußen an. Echt? So, wo bist du? Ja. Ja. Oben, wenn du einen Gang durchläufst, siehst du mich. Bin hier auf dem Balkon. Achso, ja. Ich sehe dich. Da ist es. Achso. Ja. Ach, guck an. Machen wir den Teddy runter. Ja, dann müssen wir sie verärgern, um das dritte Ektoplasma zu bekommen. Ja. Das macht man wie? Mit heiligem Wasser. Genau. Dann mache ich mal die Fackel weg und nehme mal das heilige Wasser dafür. Genau. Und was braucht man noch? Stimmung, Alter, haben wir alles noch gar nicht. Wir wissen, dass eine Nonne ist, Leute. Yay! Ja, jetzt wirst du sie sehen. Gib uns ein Zeichen. Oh, sie heult. Gar nicht mal so gut aussieht. Sie heult. Weinen. Ja. Wie alt bist du? Junge Nonne wäre irgendwie interessant, sagen. Es wäre cool, wenn die auch je nachdem alt oder jung wäre, je nachdem, was man aussucht. Ja. Das wäre wirklich cool. Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Ich habe das Ektoplasma. Gut. Dann können wir das gleich mal auffüllen. Ja, das heißt, dann haben wir auch schon mal den Ball. Dann müssen wir nur noch rausfinden, wie sie gelaunt ist, wie alt sie ist und dann ihre Aufgaben machen. Der Notizblock. Oh, das Uja-Brett bewegt sich von der einen Seite in die andere Ecke. Es ist menschlich, was sie gezeichnet hat. Jetzt gucken wir nochmal. Manchmal geht es dann echt zack auf zack. Das Gespenst irritieren. Wie können wir es irritieren? Nehmen Sie Eckklappe oder Videokamera auf, machen Sie ein Foto von einem Geisterangriff. Wo ist denn meine Videokamera nochmal hier? Jetzt muss ich mit der Videokamera nochmal aufnehmen. Ektoplasma. Oh, das können wir gar nicht mehr, oder? Nein. Okay. Wie war das Uja-Brett? Langsam. Ja, das heißt, wir könnten jetzt 50-50 machen, ne? Mit der Puppe. Ja. Ich würde sagen, keine Interaktion auf jeden Fall, Voodoo-Puppe. Testen wir das Ganze mal. Yay, Nonne! Die ist beunruhigt. So, Kruzifix.
Kerzen im Haus anzünden, Feuersalz nehme ich auch direkt mal mit. Weihwasser brauche ich auch. Also ich habe Weihwasser, ich habe Feuer und ich habe Kruzifix. Kerzen, Zauberbuch kannst du nehmen. Und dann fangen wir an mit dem Kruzifix, ganz wichtig. Ich gehe schon mal 3 Kerzen mit anzünden. Oh, komm her, Nonni, ich will dich sehen. Ist echt gar nicht so hübsch. Kann ich dir sagen. Glaube ich gar nicht. Eine Kerze. Was macht die so für Jumpscares? Die schreit dich ein bisschen an. Und okay. Wenn du kannst dir begegnen, dass sie irgendwo kniet und am Beten ist. Echt? Ja. Zeige dich! Ich glaube, da wollte sie mich greifen und konnte es nicht. Geil. Auch gar nicht mehr. Das verbraucht sich auch nicht mehr, der Gegenstand. Welcher Gegenstand? Oh, warte. Jetzt muss ich was machen? Kruzifix, ne? Kruzifix, genau. Okay. Hoffentlich nimmt sie mich. Hoffentlich nimmt sie mich. Ich hab nämlich alle. Okay, sie nimmt mich. Da ist er. Nice. Sag doch, die streit dich ein bisschen an. So, dann brauchen wir Kerzen. Sind auch. Feuersalz muss ich als nächstes machen. Genau. Okay. Ich gehe schon mal die Kerzen. Wenn ich noch wieder. Den Anti-Grabber habe, können wir echt oh mal. Oh Gott. Was denn? Die saß gerade betend vor mir. Wenn ich, wenn wir den Anti-Grabber haben, können wir wirklich wahnsinnig machen. Ja, können wir machen. Aber dann müssen wir uns halt wirklich gegenseitig verteidigen. Ja. Weil wenn sie. Also sie kann, also die Geister können dir dann auch deine Sachen nicht nur aus der Hand schlagen, sondern die wirklich kaputt machen. Okay. Das probieren wir aber trotzdem mal dann. Ja. Okay, Feuersalz, ne? Genau, ich komme zu dir, dass du das machen kannst im Zweifel, auch wenn sie mich holt. Nee, die hat's wirklich auf mich abgesehen. Nein, auf mich. Ja, aber ich habe doch meinen Gegenstand. Ja, die hat dich deinen Gegenstand fallen lassen, um dann trotzdem mich anzugreifen. Okay, was haben wir jetzt? Feuersalz, Weihwasser. Das hab auch ich. Ach, das ist ja mies. All mit 4 Item-Slots, oder? Mhm, voll geil. Geist, die Geist, die Geist. Oh, boah, die geht aber ab, gell? Okay. Komm, get it, babe! Ja, die hat's wirklich auf mich abgesehen. Oh, sie ist in mir drin. Oh, die betet ja. Wie witzig. Sieht aber schon gut gemacht aus, gell? Oh. So, jetzt. Und jetzt? Alle löschen und Zauberbuch. Hast du das Zauberbuch? Ne, Zauberbuch ist noch draußen. Und wie funktioniert das? Wenn sie dich angreift, das einfach fallen lassen und dich trotzdem mit einem Kruzifix verteidigen. Okay, fallen auf rechts. Ja. Okay. Das wird aber gar nicht so einfach, weil da muss ich ja eigentlich mehr in der Hand halten, oder? Du kannst tatsächlich, wenn sie dich angreift, einfach das Buch in der Hand halten. Ja. Dann fällt das auf den Boden. Und dann bricht sie den Angriff auch ab. Und dann greift sie dich zwar an, wenn das Buch, das dauert leider ein bisschen. Deswegen auf jeden Fall dich mit Kruzifix verteidigen. Okay, aber das Buch lasse ich doch jetzt fallen, aus sowieso automatisch. Genau. Ist okay, genau. Oder wie? Das war wohl nicht. Weil sie. Nee, sie wollte mich. Also Buch kann ich haben, das ist okay, wenn ich es aus der Hand fallen lasse vor Schock und dann Kruzifix in der Hand haben. Oh. Okay. Ich suche noch Kerzen. Die ist ganz schön aggro, die Gutste. Liegt es auch daran, ob wie wir den Geist, ob der aggressiv ist oder nicht, weil die ist ja eigentlich eher beunruhigt. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ob das einen Unterschied macht. Aber ich suche noch eine Kerze. Irgendwo muss noch eine an sein. Glaube ich zumindest. Gib uns ein Zeichen, zeige dich. Du bist am Eingang, oder? Ja. Kannst du mal kurz im Auto gucken, was die letzte erfolgreiche Aktion war? Wo sehe ich das? Links. Ist so ein Monitor.
Use Weihwasser. Okay, das heißt, alle Kerzen löschen. Irgendwo muss noch eine Kerze brennen. Oh, okay. Ich guck auch mal. Jetzt greift sie bestimmt gleich an, die Sau. Ah, ich hab sie. Genau. Dein okay. Jetzt Zauberbuch. Ja. Okay. Gib uns ein Zeichen, du dumme Sau. Wir wollen mit dir beichten, das weißt du ganz genau. Hör auf, das Wasser zu schwenden, das Gas ist teuer, Mann. Sonst sag ich's deinem Herrn, der klatscht dich an die Wand. Oh, Nonne. Gib uns ein Zeichen. So sagt man das in Österreich und Wien, ich weiß es nicht. Oh, Nonne. Gib uns ein Zeichen. Dann werden auch die bösen Geister von dir weichen. Gib uns ein Zeichen, Mann! Hol mich! Hör auf, die Lichter anzumachen! Deswegen ist die Gasrechnung so teuer. Oh, hoffentlich holt sie mich. Das hoffe ich auch. Ja. Komm, get it, babe! Yay. Ja. So, dann kannst du dir jetzt ausruhen, was du gerne in die Hand nehmen würdest fürs Ritual. Was mit meiner Sanity? Die ist jetzt wurscht, ne? Ich nehme Traumfänger, Uhr und Rose. Ist die ganz unten? Yeah. Die Sanity? Nee, ich habe noch... Ja, dann ist egal. Okay. Dann ist Traumfänger, Uhr und Rose habe ich. Let's go. Dann nehme ich Schädel und Maske. Oh, Deutsche schnell. Yay. Vorsicht, der Kreis hier ist extrem gemein. Maske. Sehr gut. Uhr. Mach ich. Sofern okay. Du auch noch dein Kruzifix hast, kannst du dich auch einmal damit verteidigen, ja, hab wenn ich. Du in dem Kreis bist. Und Traumfängerle. Ich hab noch einen Schädel. Okay, it's your turn. Nice. Das war die Nonne. So, Leute, der liebe Kisi ist gejoint. Likey ist Stufe 20. Bedeutet, wir können jetzt alle Geister sehen. Also soll ich Schwierigkeitsgrad schwer lassen? Oder lassen wir erstmal schwer und machen dann nachher noch im Albtraum in der Kleinen, okay? Oh, du hast einen neuen Skin. Hot, oder? Aber hallo. Ja, ist schon nicht schlecht, ne? Ich war sehr viel im Studio, ja. Ja, das sieht man. Bisschen Stoffen. Nee, alles natural. Genau, das sind wir die Liebsten, ne? Ja, genau, das sind wir wirklich die Liebsten. Alter. Ich gehe halt, ich schlafe halt regelmäßig 8 Stunden am Tag. Das sind wir die Liebsten. Und kein WLAN im Haus, wie der Liver King. Ich bin wie der Liver King. Du bist der Liver King. Ich esse nur rohes Zeug. Minus 15 bis minus... Also minus 20 bis minus 10 Grad. Ich habe eigentlich wieder gar nichts zu tun. Ich stehe hier rum und erforsche. Ich habe extra diesmal EMF dagelassen. Achso, wo hast du denn hingeschmissen? Wo in die Kirche rein. Wo Nein. ist denn das Pentagramm? Warum hängen hier eigentlich so viele Vogelkäfige rum? Weißt du nicht, wo das Pentagramm ist? Ich habe EMF 5. Nice. Ich habe Artikel 500. Das könnte ein Krampus sein, rein theoretisch. Das könnte crumplen. Crumplen in der Kirche. Ja, warum sind hier so viele Vogelkäfige? Oder sind das Kinderkäfige, so katholische Kirche? Ich glaube, das sind eher wie bei Little Nightmares, so Kinderkäfige. Childcatching ist jetzt wie angesagt in der Region. Ach, Kisi. Der Mann, der die Videos gelb macht. Kisjaw. Das YouTube-Team liebt mich.
Ich glaube auch. Ja, die wird mich total. Dein Name ist schon auf der Blacklist. Die freuen sich immer, wenn ich schreibe. Blutflecken. Was bedeutet das? Dass wir entweder einen Traumverschlinger oder den Krampus haben. Traumverschlinger, was war denn der nochmal? Hatte ich den schon mal? Ich weiß gar nicht mehr. Wo ist denn doch, das? Doch, das ist dieses hässliche Ding, ne? Ah, hier. Die sind alle hässlich. Ich baller mal die Sachen hier hin. Also wir haben Blutflecken. Das ist aber der so richtig, als hätte man ihm einen Stiefel ins Gesicht getreten. Der besteht nur aus Loch und Zähnen, ne? Genau. Echt jetzt? Hast du den schon gesehen, Likey? Ja. Sieht der gruselig aus? Der sieht richtig eklig aus, ja. Ja. Du kannst ja, wenn du ihn dir angucken möchtest, einfach auf die Enzyklopädie gehen. Oder dich überraschen lassen. Überraschung. Oh ja, das sieht echt gruselig aus. Das zum Thema Überraschung. Aber ich hätte lieber den Krampi. Ja, damit es der Krampi ist, wir brauchen einen Notizblock. Es fehlt nur noch Totenkopf. Woher kommt der Krampus aus Österreich? Ja, ich glaube schon. Das ist ja der, der die Kinder bestraft und entführt. Ja, das ist die andere Version des Knecht Ruprecht. Das ist so, aber so eine richtig fiese Version. Da gibt es ja auch so einen ganz coolen Film. Ich glaube, der ist erst so vielleicht 4 Jahre alt. Krampus the Film, der ist richtig nice. Ja, ich habe den gesehen, da ist doch, da sieht man bei dem einen sogar noch das Tongerät am Arsch hängen. Das fand ich war sehr, sehr, sehr toller Film. Nee, Krampus war cool. Es gibt auch ein richtig cooles Krampus-Game. Das wollte ich eigentlich an Weihnachten spielen, aber hatte ich keine Zeit. Oh, Kisi, Mensch. Prius! Es gibt auch noch ein richtig gutes Krampus-Koop-Online-Game. Echt? Ja. Ja, dann invite mich mal, Girl. Das haben nämlich auch viele englische YouTuber jetzt da die letzten Tage gespielt. Da dachte ich mir so, oh, das sieht aber echt geil aus. Da habe ich gesehen, ach, das ist Online-Koop sogar. Ja, invite mich mal, Kisi. Und was im Moment so ein bisschen bei den englischen YouTubern auch gezockt wird, ist dieses neue französische Phasmo-Spiel. Sieht voll cool aus. Ja, das ist von so einem französischen Team, so ein neuer Phasmo-Konkurrent. Geil. Spielen müssen. Wie kann man denn, was kann ich denn zur Abwehr nehmen? Wissen wir gar nicht, ne? Nicht. Du kannst dir beide angucken. Gucken, was beide Feuersalz gemeinsam haben. Das ist eigentlich immer geil, ne? Du wie in deinem Keller wieder mit deinen perversen Spielen. Ja, immer. Hallo. So, also wir haben alle Dinge fürs Ritual. Ich habe alles gefunden. Okay, wir brauchen noch 2 Ektoplasma. Und vor allem müssen wir warten, bis er ins Notizbuch schreibt. Oh, der Babadook sieht ja richtig hot aus. Ja, der sieht cool aus. Den will ich auch haben. Dämon. Also. Da hier Traumverschlänger. Was haben wir jetzt alles? Wir haben Thermometer. Minus 20 bis minus 10. Elektromagnetische Feldsensor. 5. Fußspuren, Blut. Blut. Notizblock, nix. Partikelzähler. 500 bis 1000. Ey, ich glaube, es ist trotzdem Traumverschlinger. Was? Thermometer hatten wir was? Minus 20 bis minus 10. Und. Den EMF Partikelzähler? Ja, Partikelzähler 500 bis 1000. Also, wir müssen tatsächlich warten, was er ins Notizbuch schreibt, um zu wissen, was es ist. Ich glaube, es ist ein Traumverschlinger, weil ich bin irgendwie so ein bisschen der... Okay, ich werde entführt. Ich bin so ein bisschen der Überzeugung, der Host bestimmt das Level, was da an Geistern kommen kann. Nein. Bist du ja sicher? Ja, weil wir haben vorgestern oder so gespielt und da war Gnu noch unter Level 10 und wir hatten trotzdem Level 10 Geister. Ha. Und du bist dir da 100% sicher? Ja. Okay. Hat er nicht gerade geweint? Das war ich. Das war Kies, weil er... Gib uns ein Zeichen! Bist du sicher? Ich hab doch gerade heulen gehört. Nee, das war ich. Okay. Gib uns ein Zeichen! Funktioniert das überhaupt? Manchmal ja. Weißt du nicht. Das ist Zufall. Es gibt ja auch hier so eine Liste mit den Sachen. Also Deutsch verstehen die gar nicht. Hier Spielanleitung oder so, da kannst du die Sprüche irgendwo sehen. Die Sprüche? Ja, was der alles versteht. Irgendwo steht das. We will catch you. Ja, das ja, zum Beispiel. Da, oh, er hat gezeichnet. Menschlich. Menschlich, ja. Ja, es ist ein Krampus. Yeah, es ist echt ein Krampus. It's a Krampus. Übrigens, Kies an der Stelle, ja, der Host bestimmt nicht das Level. Das funktioniert auch, wenn jemand anderes Level 20 ist. Ja gut, ich war mir nicht sicher. Es kann ja sein, dass es wirklich so wäre. Ja, nein, es ist tatsächlich, ist egal. Es muss nur einer dabei sein. Und das Uja-Brett bewegt sich chaotisch. Okay, geil. Chaotisch. Brauchen wir noch die Puppe oder den Rundfunkempfänger?
Vielleicht meinte er doch. Gib uns ein Zeichen. Obwohl Krampus sind doch eher so knurrende Dudes, oder? Glaube ich ja auch. Könnt ihr euch übrigens mit einer Christusstatue verteidigen dann? Ja, her damit. Also die Bombe bringt nichts. Wo ist denn die Christusstatue? Ich geb dir meine, ich kaufe mir eine neue. Ah, nee, ich habe eine gekauft. Feuersalz batscht aber auch gegen den. Feuersalz? Okay. Ja, aber ja. Mit einer Christusbombe hast du halt dreimal Verteidigung. Nicht, wenn du auf Albtraum spielst, dann hat die nur einen Bändel. Das ist richtig. Und goldene Bombe hilft was, ne? Guck mal, was hier steht. Ja. Do you know what hell is? Komm und höre unserem Priester zu. Boah. Ich würde gerne mal zu so einem richtig erzkatholischen, ich halte eine Predigt über die Hölle Priester gehen. Ich glaube, das motiviert ungemein, dass man, wenn es so zum Jahresbeginn, ne? Ja, klar. So einen richtig erzkatholischen, weiche Satan. Wenn Kiestro die Kirche betritt, dann qualmt der Boden und das Weihwasser blubbert. Es könnte auch diese Mimik-Funktion kommen. Der Geist kann sich ja auch als Spieler tarnen. Da war doch irgendwas. Aber auch das nur auf Wahnsinn. Ah, okay, geil. Boah, das müssen wir gleich mal ausprobieren. Das geht echt? Gib uns ein Zeichen. Ja, da stand irgendwas in der Beschreibung auf jeden Fall. Das müssen wir gleich mal ausprobieren, stimmt. Der kann sich auch als uns tarnen. Bist du gar als nicht, attraktive Thies. Frau? Ich bin's gar nicht, nee. Nee. Da könnte man schon so jealous werden. Ich muss noch ein Ektoplasma suchen, Moment. Nur jetzt mal Hand aufs Herz, wäre ich dein Typ? Zwei sogar. Ja. Schon, oder? Absolut, ja. Definitiv. Ich glaube, da gibt es viel wenige, die sagen würden nein. Pelzer würde nein sagen. Ist echt so, wenn ich frage, was ist dein Typ? Eine Hantelbank. Geil. Soft, ja. Eiweißpulver. Ach so, den Mimik gibt's noch gar nicht. Echt nicht, aber das stand doch da. Gibt's den Mimik? Ich weiß nicht. Ihr könnt aber mal mit mir, mit der UV-Lampe. Das war's jetzt erstmal. Ihr ist einfach allein drin und wir chillen. Ja, gut, wir können mich verteidigen. Was können wir? Was ist ein Zeichen? Ektoplasma noch suchen. Also ich glaube, die Voodoo-Puppe macht auf gar keinen Fall irgendwas. Ja, aber auf den Rundfunkempfänger sollten wir tatsächlich. Ich würde sagen, das ist so ein Beunruhigter. Ich glaube irgendwie. Soll ich mal eingeben, alt und beunruhigt? Boah, warte mal. Wir haben halt noch nur zwei Versuche. Nur das zwei? Achso, okay, ja. Nee, dann lieber nicht. Was war das, Kies? Was war das denn? Ich kann mich nicht mehr drehen. Meine Maus. Ich kann mich einfach nicht mehr drehen. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Nee, aber du hast dich mir zu sehr präsentiert. Das Spiel hat gesagt, jetzt reicht's. Ich kann auch nicht nach oben, nach unten gucken. Was ist das denn für ein Bug? Mach mal. Öffne mal Tab. Ja. Da ändert gar nichts. Oh no, Kizi. Ne, ich kann Tab und. Guck mal, da rennt er rum. Hast du gesehen? Ja. Das ist Bettlaken. Ja, noch ist das Phantom, weil noch. Das Bettlaken. Realisiert haben. Also, du suchst noch das Ektoplasma. Wie sehen wir das? Wir sehen genau. Ich hab. Durch UV-Lampen. Also einfach durch das. Durch rumrennen. Okay, ich mach das jetzt. Genau. Let's go. Ey, verrückt, meine Maus reagiert irgendwie nicht mehr. Oh nein, Kizi, please. Bist du gerade unten, Laiki? Ich bin gerade raus, den zweiten Ektoplasma. Ich kann mich einfach nicht mehr umdrehen und sowas. Hat jemand eine Lösung im Chat? Ich habe eine Kabelmaus, kein ich Bluetooth. Auch. Ich auch. Die Maus einmal trennen und wieder verbinden. Ich weiß gar nicht, wo das alte Ding steckt. Muss ich jetzt hier das PC mal krabbeln? Das klingt anstrengend. Ach, Kizi, komm schon. Das klingt jetzt richtig anstrengend. Kizi, jetzt stell dich nicht so an. Wir brauchen dich. Kann man das nicht irgendwie an der Maus machen? Nee. Also unten ist nix. Definitiv nicht. Oh nein. Alles gut, wenn du die Statue dabei hast, hast du. Ja. Die muss sie nur zeigen, ne? Genau, also die Maus funktioniert. Interessanterweise im Menü, da funktioniert sie. Oh oh. Also unten im Keller nicht und links auch nicht. Rechts. Super, die kann ja halt überall sein, ne? Es ist halt ein Ektoplasma, das fehlt.
Nee, es geht bei mir irgendwie nichts. Ich kann nur moralische Unterstützung geben. Okay, Kisan, erzähl uns etwas Wunderschönes. Ja, ich war mal in der Kirche. Und da habe ich den Leib Christi gekostet. Und er war salzig und knusprig. Und das Blut Christi, das hat richtig geballert. Hättest du das zu damaligen Zeiten den Leuten so vorgetragen? Dann wären die alle gläubig geworden. Ich meine, guck mal, also du wirst ja da drin richtig gut verköstigt. Du kriegst Kekse und Alkohol. Ja, du musst aber auch Geld geben. Nicht unbedingt. Kannst die Kollekte ja auch, ist ja freiwillig. Naja, Steuern holen sie sich dann aber. Du kannst aus der Kirche austreten und trotzdem dich einfach reinsetzen. Was glaubst du, wirst du kontrolliert? Also ich fange dann immer an zu brennen, wenn ich das mache. Das glaube ich dir sofort. So als Halbtürkin? Oh nein. Ihr seid alle draußen, oder? Ich bin draußen. Ich kann ja eh nichts machen. Ich bin sowas. Ich bin nur moralische Unterstützung. Ja, bleib mal hier. Oh, stehen, hier! Er hat fallen lassen. Ich hab's. Hier ist bei mir. Ja, ich seh's. Geil. Hol dir das. Hol dir den Shit. Ja, komm, der Bug ist entstanden, als ich hier. Deinen Hintern mir präsentiert hast. Genau, als ich mich gebückt habe. Dann plötzlich war es kaputt. Also Voodoo-Pup ist auf jeden Fall keine Interaktion. Rundfunkempfänger ist nix. Gib uns ein Zeichen. Aber der Controller geht auch nicht. Ich steck mal den Controller ab. Er hat auch nichts geändert. Es muss eins von beiden sein. Entweder weinen oder knurren. Also der Chat sagt, es ist ein Bug vom Spiel, liegt nicht an der Maus. Scheiße, hatten wir aber noch. Ich finde aber auch wirklich immer jeden Bug. Ich bin da richtig gut. Die sollten mich als Tester für Bugs nehmen. Ja. Ich bin da echt unverschämt gut drin. Es war ein Weinen, Kisi. Ja, hab ich doch von Anfang an gesagt, dass der am Flennen ist. So. Wir haben alles, oder? Wir können jetzt das Ritual abschließen. Als und beunruhigt, ne? Ja. Also, wir brauchen als einmal beunruhigt. Heiliges Feuer. Dann brauchen wir den Kolben. Ja, den kaufe ich. Dann brauchen wir den Geist durch den verfluchten Spiegel rufen. Die Voodoo-Puppe ins Haus bringen, Christusstatue, alle Türen schließen, vernichtendes Licht, Pentagramm. Boah. Gisi, du kannst jetzt vernichtendes Licht reinballern, hol das mal. Ich kann mich nicht drehen. Ich kann mich ja nicht drehen. Ah, das wird schon gehen. Okay, ich mach das heilige Feuer. Ja. So, Girl, jetzt sehe ich mal den Krampus als allererstes. Ich will ihn auch sehen. Oh, holy shit. Also egal was ich mache, Alt Enter, raustappen und so weiter, es passiert nichts. Oh, da war eine nette Kutte. Guck mal, da steht er. Und der ist richtig wütend. Der ist richtig angry. So, ich hol den mal durch den Spiegel und dann brauchen wir direkt die Voodoo-Puppe ins Haus bringen. Genau. Okay, hab ich? Oh shit. So, was musst du verteidigen? Ja, die Statue. So, ihr habt jetzt Voodoo-Puppe, die muss man nur einmal reinwerfen. Christus-Statue muss da dran riechen, dann alle Türen im Haus schließen. Genau. Das ist eine Aufgabe. Dann mache ich mal Christus-Statue. Die hält noch einmal. Meine hält auch zweimal. Ich muss okay, Türen das schließen. Okay, dann mache ich das. Ja, also ich, wie gesagt, ich gehe auf jeden Fall rum, Türen schließen. Ich mache die Eingangstür mal zu. Ich beteilige mich auch. Da geht ihr. Der kommt jetzt, glaube ich, gleich zu mir. So, damit Knur auch weggesperrt ist, ne? Für alle Fälle. Und stöhnen gehört, aber das geht's gut. Der ist schon richtig ätzend, gell, weil der kommt halt echt direkt von. Der ist einfach direkt dran. Der kann sich teleportieren, ne? Ja, der ist direkt dran. Hat Krampus die Fähigkeit des Teleports? Ich glaube, der ist direkt dran an dir, ja. Also, es wirkt so. Ich sehe den. Die anderen sehe ich immer anrennen und er ist direkt da. Der S. So, alle Türen im Haus schließen. Vernichtendes Licht. Du schließt gerade alle Türen, oder? Guck mal, der Weihnachtsmann hat hier Rentiere, ne? Hier, Kisi, das darfst du gleich reinstellen, wenn ich dir sag. Cool, ich darf auch noch was machen. Ich kann das nicht aufheben, weil ich mich nicht nach unten. Ich kann mich nicht bücken. Jetzt mach die Treppe bitte hoch. Du hast viele Türen, ne? Ja. Wir haben tatsächlich auch einfach die Kirche ausgesucht, ne? Die hat halt 726 Türen. Ne? Oh shit.
Das könnt ihr euch nicht ausdenken. Dann komme ich mal rein, helft ihr. Alles. Also ich weiß, unten im Keller müsste alles zu sein, glaube okay. ich. Hat der Krampus auch irgendwelche Helferlein und Hilftiere und sowas? Mich. Du bist wirklich, der reitet auf Gnus? Ich bin ein Helftierchen, ja. Nee, der hat doch diese süßen kleinen Bambis. Warst du schon unten, Likey? Ja, hat, ne? Hat Krampus nicht so kleine, so kleine Anti-Wichtel, so widerlich kleine Zwerge? Doch, ich glaube schon. Sind? Hat er nicht sowas? Ich glaube, ja. Oder? So. Alle Türen zu. Dann vernichtendes Licht. Kisi, dein Job. Baller mal jetzt rein. Jetzt einfach reinstellen? Ja. Okay. Einfach reinstellen. Let's go! Ich muss die Pillen holen. Bam! Oh, ich glaube, ich muss auch gleich welche holen. Kannst du mir welche kaufen? Ja, natürlich. Ich hasse das eigentlich, wenn Leute so nach was fragen. Anstatt einfach normal fragen. Ich sogar zwei. Oh. Der Krampus frisst böse Kinder. Genau. Und skelettiert sie dann. Genau, Kinder, die sich blöd anstellen, werden halt einfach mal gefressen. So. Damals, als ich ein Kind war, da kam zu uns auch noch hier der... Wurzeln. Der Weihnachtsmann. Na, mit Knecht Ruprecht. Mit seiner Rute. Und ich wurde damals in den Sack gestopft. Von einem Fremden. Boah, das war aber, wirklich irgend so ja, ein Typ. Das ist gefährlich, mich, gell? Das war richtig creepy. Ja, meine Eltern haben den bestellt. Und ich war böse. Wirklich jetzt, ich war böse. Hat er mich in seinen riesen Sack da reingeknüppelt als keine Ahnung, Sechsjähriger. Aber ich hab's ganz gut überstanden. Also es hat mich nicht so traumatisch geprägt, wie man meinen könnte. This sounds weird. Ich nehme die Uhr und den Traumfänger. Ja, ne? Ich nehme die. Komm, kannst mit reinkommen, Kisi. Kisi, bring ja, mal den Ballfalle mit. Bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich hab nur einen Crab-Walk. Du musst gerade nur ja? geradeaus laufen. Ja, okay, aber ich soll doch noch einen Ball holen. Ich versuch's mal. Okay, warte, die hab ich. Schaffe ich bin in den Van gegangen und kann mich wieder drehen. Yay, komm schnell rein. Die Heilung war im Van. Bring den Ball mit. Den Ball dabei, den Chokey-Ball. Chokey. Ja, haben eure Eltern nie so einen Weihnachtsmann engagiert? Doch. Der kam nie wieder, weil wir den so ausgelacht haben. Welch sieht der richtig gemobbt, geil aus, oder? Weil er nur 1,67 Meter groß war. Der war halt irgendwie echt kein guter Weihnachtsmann. Er hatte einen Akzent, oder was? Der war nah, einfach wie der aussah. Waren halt oberflächliche kleine Arschlöcher. Er war einfach rot. Er hatte einen roten Bart. Und so eine Ronald McDonald Matte auf dem Kopf. Los, Kisi, schmeiß den Pokéball! Jetzt drauf? Ja, soll ich ja. Was? Sehr gut! Oh, ich war so fleißig in der Runde. Yeah, Kisi! Ja, ich hab so ziemlich alles gemacht. Geil. Komm, jetzt machen wir mal Schwierigkeitsgrad Wahnsinn und gehen in die Berghütte. Alles klar, ich bin ready. Komm. Ich bin ready für Wahnsinn und Berghütte. Geil, Leute. Let's go. Yeet. Der Kisi steht wieder da und denkt sich, ja, Schweine. Ich bin doch hier. Nee, ich mach doch alles. Onkel bam, Kies, bam, der macht bam, das. Bam, bam. Bam, bam. Interview Kies. Wir haben Blutflecken. Okay. Geist, was geht? Nichts. Bist du ein Netter oder ein Fetter? Stehst du auf Spaghettis? Das ist aber jetzt schon sehr provokant. Warum, was... Ach, hier oben blubbert irgendwas. Was brodelt denn hier? Da köchelt die Suppe von Oma. Das ist jetzt wahnsinnig, oder wie? Ja. Oh, da hätte ich aber auch einen Schutz mitnehmen sollen. Aber ich gehe nackt rein. Du. Ja, ich auch. Ist es okay, wenn wir hier nackt reingehen? Nee, der haut dir alles raus und verkauft es. Der klaut dir das und verkauft es. Aber wie machen wir das eigentlich? Wir müssen doch so entstehen die Gegenstände auf dem Marktplatz. Das ist eigentlich nur von anderen Geisterjägern abgerippt und auf eBay gestellt. Aber wir müssen doch eigentlich zusammenbleiben, oder nicht? Auf eBay. Wir haben einen kurzen Moment Zeit. Auch hier, glaube ich, wird er das eine ziehen. Ja, aber der ist richtig flott. Auch wahnsinnig. Hier unten, Kisi, ist ja übrigens ein Brunnen wie bei The Ring, wo du reingucken kannst, gell? Und da ist auch ein Mädchen drin? Nee, also es passiert noch nichts, aber ich habe so das Gefühl, ich will da nicht zu lange reinglotzen.
Also du denkst, wenn man da eine Minute reinstarrt, also, kommt ein Mädel raus. Ich glaube, da passiert dann was Ekliges, ja. Ich hab's irgendwie so... I got a feeling. Wir haben übrigens, also ich habe Temperaturen und Partikelzähler schon gemessen. Okay, was ist denn Temperatur? Plus 45 bis plus 55. Und dann Blutflecken, ne? Blutflecken und Partikelzähler 500 bis 1000. Thermometer, sorry. Plus 45 bis plus 55. Das kann doch nur eine Marionette sein, oder? Oh, es kann ein Vampir. Oder ein Vampir. Oh. Es kann auch ein Vampir. Ich dachte, ein Babadook. Elektro? Das hat Kies. Noch nichts. Ich habe noch gar keine Schwingung und wahrgenommen. Und Fußspur war Blut. Genau. Bis jetzt muss ich sagen, ist die Hütte sehr schwingungsarm. Ah, jetzt habe ich was. Aber ganz kurz ein leichtes Aufblieben. 3. Das kann aber nicht sein. Jetzt Red 3. Okay, das ist eine Marionette. Ne? Wollt ihr mal die Fackeln, Kinder? Eine Marionette. Das heißt, ich brauche die Kamera für Dings. Das Ektoplasma. Okay. Ich habe noch eine Fackel gekauft. So, ich habe hier... Na, die nehme ich mal. So, 1, 2. Ich habe jetzt Traumfänger, es fehlt noch Rose und... noch irgendwas. Ich habe auch noch Notfallsalz. Okay, Uhr habe ich. Es fehlt noch die Rose. Ich höre es hier oben im Schlafzimmer blubbern. Hier. Blubbern, ja, hier, hier, hier. Oben, wenn du Treppen hochkommst. Hier. Na, ich komme hoch. Moment. Da, wo die hotte Dame mit der Fackel rein ist. Nee, nee, da. Nicht ich. Er sieht ja so ein bisschen aus, als wäre er irgendwie... Also er ist so ein verstorbener Hipster, ne? Da, Likey. Likey! Wo? Hier, schnell! Ich will hier nicht so lange rumgeiern. Hier. Hier hinten. Aber ich sehe die ganze Zeit nur Kies. Dann renne ich dir. Ja, ich dachte... Keine Ahnung. Hast du dich also bei Hot Lady... Hier. Umdrehen, nein, andere Richtung. Hier ist auch noch einer. Ich würde mich, ihr seht gleich aus. Okay. Na, ach Quatsch, als ob wir gleich aussehen. Ich habe dafür ein Vermögen ausgegeben. Ich sehe nur so gut die ganze Zeit irgendwo eine Fackel und Likey, der nächste ist direkt hier einen Raum weiter. Ich war. Okay, den habe ich nämlich gehört die ganze Zeit. Glaube ich. Ich habe viel Geld ausgegeben, um so auszusehen. Genau, zwei Räume weiter im Kinderzimmer ist der nächste, neben der Leiter. So. Okay. Ich sehe ein bisschen aus wie, wie heißt nochmal die Mutter? Kris Jenner. So sehe ich aus. Kris Jenner, stimmt. Ich sehe stimmt, aus wie Kris Jenner. Stimmt. Es fehlt nur noch die Rose, falls die jemand gesehen hat. Wow, ich werde angefasst. Hilfe! Oh mein Gott! In den Keller! Ich hab die Rose, wir haben alle Ritualgegenstände. Ich wurde spielen, erführt. Wahnsinnig, ne? Ja. So. Haben wir die so scared. So, ich hab jetzt alle verfluchten Gegenstände. Es fehlt nur noch sein Spielzeug und dann würde er halt, das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn er das noch findet. Dass er so ein bisschen mehr hierher kommt. Aber was es sein könnte. Ich sammle auf jeden Fall immer noch das zweite Ektoplasma. Ja. Der geiert ganz schön gerade in uns rum, Kies. Findest du? Ja. Woher weißt du sowas? Weil ich diesen komischen Schwabbelschatten sehe, der die ganze Zeit gerade in unseren weiblichen Charakteren sehr dominiert. Der weiß eben was Gutes, ne? Genau. Der hat das saftigste Fleisch von allen erahnt. Okay. Also, ich finde keinen Spiegel, ich finde sonst nichts mehr. Ja, haben wir schon alle Hinweise? Was ist denn hier mit. Oh, er weint. Wirklich? Ja. Hab's nicht gehört. Ah, doch, jetzt höre ich es auch. Weint. Wahlgesang. Genau. Senior alt, ruhig beunruhigt. Ich glaube, das ist so ein gemütlicher, ruhiger Typ, weil bis jetzt ist er nicht wirklich aggressiv. Ja, das stimmt. Ist es eigentlich auch dann die Art von denen? Ja, doch schon, doch. Ich glaube schon, dass es Einfluss hat.
Weil Dämonen sind zum Beispiel nie ruhig oder beunruhigt. Sie sind immer aggressiv oder gequält. Und die gehen richtig ran an Speck. Dämonen kennen keine Tabus. Ein Spiegel gefunden, übrigens. Nice, sehr gut. Damit kann man den nämlich immer rufen. Bring den mal mit. Oh. Ich finde aber seinen Gegenstand nicht. Also bis jetzt, auch so bei der Voodoo-Puppe ist nichts los. Der ist irgendwo und lässt Sachen schweben. Ach, da hinten. Der ist in der Küche. Soll ich es mal ein bisschen näher reinlegen ins Gebäude? Dann reagiert es vielleicht besser. Ja. Du Geist, schreib mal ins Buch. Warst du im Keller schon? Gucken. Ja, ja. Ich guck nochmal oben. Freut euch eigentlich auf Silvester? Nö. Wirklich nicht? Was machst du da? Streamen wahrscheinlich, ne? Nö. Ich weiß es nicht. Zu Hause sitzen, ja, in Schlapperklamotten und Cracker naschen. Ja. Mir eine Käseplatte nur für mich alleine machen. Genau das werde ich tun. Ich hatte ja ursprünglich was anderes geplant. Ja, ich kann mit dir tauschen. Ich übernehme deine Aktivität. Ich spring sozusagen für dich ein. Nee, mach ich gerne. Ist kein Problem. Schon gecancelt. Ich bin auch ein romantischer Typ. Und ich bin auch nicht wehleidig, sowas. Egal, ob Mann, Frau, Trans, non-binär und was es da alles gibt. Ich bin dafür alles offen. Sagen Sie, aha, Sie sehen aber nicht aus wie auf den Ausweis. Nein, ist egal. Klar, mit einer Perücke. Ein bisschen Make-up. Das kommt hin. Der Gegenstand fehlt denn überhaupt noch? Ich hab's schon wieder vergessen. Die Rose, ne? Ja, nee, ich hab alle. Ich suche nur noch den Design. So. Ich warte die ganze Zeit, dass er hier mal so einen Hinweis macht, aber bis jetzt wieder. Ah, jetzt! Er hat gekritzelt. Das war ich. Achso. Notizblock Kritzeleien. Ja, ist eine Marionette. Das. Wow. Okay. Aber eine Senior. Siehst du, ich hab dir ja gesagt, das ist so ein gemütlicher alter und Mann. Und er hebt die Voodoo-Puppe. Der ist richtig gemütlich unterwegs. Voodoo-Puppe auch gemütlich. Wir können da nicht schon einloggen. Siehste, ruhig, Senior ruhig. Und er greift ja auch nicht wirklich an. Bis jetzt macht er ja gar nichts. Wort chaotisch. Wir haben alles. Ich glaube, jetzt geht's aber richtig ab, ne? Und fehlt das dritte Ektoplasma. Das kriegst du doch nur aus ihm raus. Das müsste aber mittlerweile schon eigentlich auch gedroppt haben. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt ja ultimativer Hardcore-Modus. Das stimmt. Ich bring mal den verfluchten Spiegel in den Truck, das gibt ein bisschen Kohle. Brass and Girls. Was müssen wir denn machen? Plasmaabsorber und silberne Bombe. So. Verfluchte Kinderspielzeug. Das Gespenst auf Video aufnehmen. Plasmaabsorber und Silberbombe. Ja. Plasmaabsorber könnt ihr einfach reinstellen. Nimm den mal ja, auf. Hol ich jetzt mal. Also ich habe das Spielzeug gefunden. Geil. Bring's mal runter. Und schmeiß es mal in den Van. Das gibt auch voll Geld. Für alle dann, oder? Ja. Das Geld haben wir auch direkt. Nice. Ja, siehst du, und jetzt gebe ich mir noch eine Silberbombe hinterher. Oh, nice. Geistermobbing, das ist mein Ding, du. Geilo. Die letzten, die man mobben darf, sind die Verstorbenen. So, dann tue ich den mal durch den Spiegel rufen. Ja, und dann heiliges Feuer drauf batschen. Der Schild da vorne auch ganz gruselig. So, ich habe ihn gerufen. Jetzt gleich eine Fackel noch, wenn du eine hast. Gleich drauf. Muss ich als nächstes? Ah ja. Ja. Hab ich. Okay, wo ist er denn? Der treibt sich hier immer hier, in der Küche. Hier, ich höre es wappeln. Likey, hier. Ja, jetzt. Dann kümmern wir uns um das Ausfackeln der Marionette. Zeige dich, Geist! Offenbare dein Antlitz! Who's that ghost? La 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 la. Der hat irgendwie keinen Bock, ne? Ist schon shifty. Soll ich mal triggern? Der ist gerade unten, schaut gegen die Wand. Nein, er kommt. Oh, er kommt jetzt hoch. Oh, shit. Oh, mein Gott. Holy shit. Der greift dich direkt an, wenn du durch den Spiegel glotzt, ne? Ich hol mal eine. Oh Gott. Habt ihr's gehört? Wenn du durch den Spiegel glotzt, greift er dich direkt an. Du hast die goldene Bombe. Ich hol mir noch eine Fackel.
Das verträgt mein Gemüt nämlich nicht. Wir haben alle Aufgaben erledigt. Und dann geil. Pentagrammo. Hm. Ich bringe den Deutschen. Schau durch den Spiegel, dann kommt da direkt der Sack. Na, ja, guck mal durch den Spiegel. Nee, du, sonst Lock greift ihn. Der mich an. Ja, dann nimmt man schon mal Gegenstände in die Hand. Wieso? Wir müssen doch erstmal jetzt das mit. Boah, der ist quasi Bombe. Vor mir. Eine goldene Bombe müssen wir erst machen. Achso, ja, dann. Viel Spaß. Oh oh. Wo kann denn? Sein? Wo ist er? Boah! Jetzt könnte alles drauf. Okay, jetzt schnell. Okay, dann jetzt alles in die Hand nehmen. Oh mein Gott. Habt ihr was? Ja, ich hab was. Ich hab einen Schädel. Okay. Ich hoffe, der kann jetzt nicht angreifen, ne? Oh Gott, der Kreis ist ja riesig. Wer hat die Rose? Rose, wer hat die? Ich hab nur die Maske. Ich hab nur den Schädel. Ja, nur alles andere. Da hinten, was ist das? Uhr. Oh Gott! Ich hab nichts zum Abwehren, ne? Das ist doch nur zwei Versuche jetzt, oder? Ja. Ja. Schädel. Oh, ich bin nicht dran! Oh no. E musst du drücken. Ja, Moment, ich weiß. Auf den Kreis. Ich kann nicht dran. Traumfänger. Hab ich. Ich bin fertig. Es liegt alles an euch. Boah. Du musst dann auf den kleinen Kreis und dann ja, ich weiß. Aber jetzt. Schnell komm nach hinten zu mir. Das war eben ganz merkwürdig. Der hat das eh einfach nicht angezeigt. Haben wir den Catcher? Ja, nein. Die Maske da hinten? Oh. Was? Wer hat eine Fackel reingestellt? Ich weiß nicht, warum die Fackel da drin ist. Jetzt. Nice. Okay. Also ihr hattet einen Catcher dabei. Nice. Natürlich. Pokéball flieg. Flieg. Geil. Alter, es gibt ja richtig Geld, ne? Ja. Ach, richtig reich mit verdienen. Komm, wenn wir schon dabei sind, nochmal. Wir gehen jetzt. Du bist wieder voll der Junkie. Wir gehen jetzt ins. Einfach nicht am Schluss ist. Wir machen die letzte Runde ins verlassene Haus. Yeet. 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 Brauchen einen neuen Schwierigkeitsgrad. Ja. Absurd muss der heißen. Oder sowas wie, man darf sich nur einmal verteidigen. Wir müssen halt selbst einen da finden. Boah, das wäre übel. So. Minus 20 bis minus 10 Grad. Traumverschlinger. Ich hätte gerne einen Babadook. Das würde mich echt glücklich machen. Aber das geht jetzt nicht mehr. It's too late! Wo bist du, Baba? Habt ihr meinen Baba gesehen? Baba. Ich habe letztens so einen Film gesehen mit Kevin Bacon. Die sind in so ein Haus rein. Und irgendwann fällt Kevin Bacon auf, dass das Haus irgendwie außen kleiner ist. Oder nee, ja doch, außen ist es kleiner als innen ist. Weißt du, innen ist die Wand 3 Meter und außen ist sie nur 2,10 Meter. Da war er halt total verwirrt, wie das möglich ist, ne? Und dann hat das Haus irgendwie so einen Effekt, dass wenn man da einmal reinkommt, kommt man nicht mehr wirklich richtig raus. Und das kleine Mädchen, da musste natürlich ein kleines Mädchen dabei sein, es hat ihn immer Baba genannt. Das hat mich richtig getriggert. Ich dachte immer, warum sagt die Baba? Welches Kind sagt Baba einfach so random? Baba. Wenn sie türkisch ist, dann ist Baba. Ja, aber es war sie ja nicht, weißt du? Das war so weird irgendwie. Das ging mir einfach so auf die Nerven. Ich habe mich dann gefragt, im englischen Original sagt sie da auch Baba? Wahrscheinlich Baba. Wir haben übrigens 100 in der Pfalz sagen Geld. Kinder, wenn sie richtig mit Dialekt sprechen, zu ihrem Vater Baba. Das klingt auch furchtbar. Ey, Baba! Ey, Baba! Hey, Baba, was geht? Das ist so furchtbar. Baba! Baba! Bavaria. In der Pfalz klingt eh immer alles so, ich weiß nicht, so nach Bauer halt, ne? Das muss man ja, einfach das sagen. Das ist halt die Pfalz, da machst du halt das ist einfach die Pfalz. Nix, ne? Da machst du einfach gar nichts. Oh, ich hab den verfluchten Gegenstand. Wischwischman, oder? Ah ja, klar. Ajo, wesisch wieder, Mensch. Was soll ich denn als Schwab sorgen, Mensch? Ich glaube, euch hackt's. So, okay, wir haben Maske, Traumfänger und Uhr. Es fehlt nur noch der Schädel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Dings ist, EMF3. Ja, wahrscheinlich. Es ging nie höher. Oh, holy shit. Was ist der Thermometer? Oh, okay, minus der wollte mich gerade graben. Holy shit, könnte der Gehängte sein oder das Kind? Ich glaube, es ist der Gehängte. Nee, ich glaube, es ist der Gehängte. Weil ich bislang keine Fußspuren habe. Und ich würde die ja einfach sehen. Hm. Durch die Drohne.
Ich habe alle Ritualgegenstände. Ja, ich sehe auch übrigens das Ektoplasma durch Feuer. Das heißt, das geht aber auch nur auf jetzt 3. Jetzt habe ich 3. Ja. Muss das Kind sein. Also, was haben wir alles? Lass mal gucken. Moment, ich dachte, es wäre ein Gehängter. Meine ich doch, Gehängter. Also, wir haben 3. Wir haben Fußspuren keine. Genau. Wir haben Notizblock noch gar nicht. Partikelzähler. 100 bis 500. Dann ist der Gehängte. Ja. Und dann müssen wir noch den Rest abwarten. Also, dann können wir gegen den schon mal nehmen. Auf jeden Fall schon mal das Kruzifix. Ja. Ist jetzt egal, weil es eh alles nur einmal wirbt. Mit Kruzifix macht das Kochen Spaß. Oder wie ging es nochmal mit Magi? Macht das. Nee, mit Magifix, ja. Magi. Mit genau, Kruzi, Max. Passt nicht. So. Mit Kruzifix macht das Kruzifix. Kochen Spaß. Was brauchen wir noch? Fackel, um zu suchen, ne? Wo ist denn das verfluchte? Ah, hier. Boah, ist das teuer. Fackel! Hä, wann kann ich jetzt? Geht aber nur einmal, ne? Das Kruzi. Ja, ne, dreimal. Einmal. Ach so. Wahnsinnig nur einmal. Oh, das ist wirklich wahnsinnig. Mit was machen wir den? Provokaden wir den? Provozieren mit heiligem Wasser, heiligem Salz oder dem heiligen Licht oder Vesuvasche. Oh, hier macht er Magic. Hier macht er Küchenmagie. Was war das? Hä? Jetzt schwören können. Ah, der hat die Voodoo-Puppe weggeschleudert. Weggeschleudert? Keine Ahnung wohin. Ja, die ist weg. Die lag hier. Die ist weg. Richtig weggeschleudert. Das alte Ding. Aber sonst nichts. Nee. Ah, jetzt kritzelt er, glaube ich, auch. Ja. Er hat ein kleines braunes Männchen ins Heftchen gemalt. Okay, also eine menschliche Figur. Er wirft die Puppe und er hat ein menschliches Wesen. Gequält ist er auf jeden Fall. Oh, das hatten wir schon lange nicht mehr. Er ist entweder jung oder durchschnittlich. Er ist einer von diesen jungen, dynamischen Gehängten. Oh, okay. Sie? Ich wurde gecatcht. Ich wurde gecatcht und er hat mich in den Garten gezogen. So, denk dran, der kann auch draußen angreifen jetzt auf wahnsinnig, ne? Was war das? Er greift einfach an. Ohne Hand, ohne alles. Holy. Ja, der hat jetzt richtig schmutzige Moves drauf. Auch ein neues Kruzifix. Wie viel hast du denn von diesen Partikeln jetzt schon? 2. Okay, dann müssen wir jetzt ihn triggern. Genau. Er stand plötzlich vor mir, so Hui-Bui-mäßig. Was fehlt uns denn noch? Das Brett hat nichts. Das Brett hat nichts. Nee. Rundfunkempfänger auch noch nicht, ne? Nee. Nee. Die Puppe wirft der Kreuz und quer. Mhm. So wie ich das gesehen habe, der hat die auf jeden Fall weggeschleudert. Dann können wir ja auf jeden Fall 50-50 machen. Ja. Wieder. Du meinst, der war jung? Was? Was? Oh mein Gott. Hä? Was? Du kannst warum? Nicht 50-50 machen auf oh wahnsinnig. Mein Gott, ich hab nur einmal einen falsch und du bist weg. Was? Oh nö, ne? Oh nö. Ja. Mon Dieu. Ja, gut. Huch. Komm, wir nehmen noch einmal unsere Berghütte. Hast verloren. Die gute Berghütte. Boah, das heißt, wir müssen jetzt wirklich warten, bis er uns alles gibt. Du musst wirklich, ja, du musst präzise arbeiten. Ach du Kacke, ey. Können wir das schaffen? Nein, wir schaffen das nicht. Doch. Hat der Kiesler Bock drauf? Nein, ich schon nie wieder eure Runde. Wir haben Fußabdrücke, das heißt... Solange Clou mich bezahlt, bin ich natürlich dabei, hey. Ja. Knu bewirbt meinen Zweitkanal. Genau. Das ist die Bezahlung. Und du mein. Nicht dein, ja. Das ist ein Geben und Nehmen. Es ist kein Babadook. Ach Mann. Wieso? Wer weiß das jetzt schon? Weil ich minus 5 bis plus 5 Grad habe und Fußabdrücke. Was hast du? Fußabdrücke? Fußabdrücke und minus 5 bis plus 5 Grad. Es könnte ein China Ghost sein oder ein Poltergeist.
Und wir haben 100 bis 500 Partikel. Er könnte jung und durchschnittlich sein. Schmerzhaft so genannt zu werden. Jung und durchschnittlich? Ich finde, es gibt schlimmer. Also wirklich, würde ich gerne sein. Besonders jung. Ich nicht, wäre nicht mehr gern jung. Oh, doch, es gibt nichts Geiles, als jung zu sein. Nein, ich war so naiv und dumm. Ich war nie naiv und dumm. Ich war immer gerissen. Weißt du, wer sagt, dass er nie naiv und dumm war? Der war richtig naiv und dumm, ne? Nee, ich hatte nie die Gelegenheit, naiv und dumm zu sein. Wirklich jetzt. Also. Ist nett. Ey, so oft die Gelegenheit gehabt und so oft auch genutzt. Das stimmt. Früh ausgezogen. Ich musste direkt mit dem Ernst des Lebens klarkommen. 5 Partikel. Nee, wie heißt das hier? EMF. Das ist ein Jiangshi. Ja. Dann, nehmt euch mal was zum Verteidigen. Was mag der denn nicht? Der mag Salze nicht. Der ist ein richtiger Salzhasser. Das ist ein Salty. Ich habe, glaube ich, alle Ritualgegenstände schon gefunden. Gut. Der Chat fragt, würdest du in so ein Haus reingehen, wenn du wüsstest, es spukt darin? Ja, definitiv. Nein. Das ist für mich das schönste Leben. Nein. Ich bin sofort da drin. Ja, aber stell mal vor, der verflucht dich und du hast den Kackfluch an dir dran. Guck mal, wenn der Geist dann so mit mir zusammenleben muss, irgendwann wird er sich doch anpassen. Es wäre ja voll anstrengend für ihn, mich da dauernd irgendwie zu stalken und zu spooken. Würde ich niemals machen. Ich hätte viel zu sehr Schiss, dass der mitkommt. Elektromagnetischer Feldsensor war was? 5. Ich würde sagen, ey, Partikelzähler? Guys. Partikelzähler? Sorry. 100 bis 500. Ja. Ich würde den nicht, also das würde ich auf gar keinen. Ich hätte viel zu sehr Schiss, dass ich da echt irgendeine Kacke. Ja, aber guck mal, warum nicht? Ich meine, irgendwie kann er doch auch nett sein. Das ist doch voll ätzend, wenn er dauernd mies drauf sein muss und spuken muss. Ich würde sagen, hey, hast du Bock, vielleicht Avatar 2 zu gucken? Dann würde er sagen, ja, klingt eigentlich lässig. Nee, ich bin dazu abergläubig, muss ich echt sagen. James Cameron verbindet. Also. Ich bin dazu abergläubig, Leute. Es kommt wirklich drauf an, wie er sich verhalten würde. Sag ich dir ganz ehrlich. Ja, aber das weißt du ja nicht, bevor du reingehst. Genau, das stimmt, aber keine Ahnung, man bekommt ja dann doch schon, wenn du weißt ja nicht, dass es ein Haus dort drin spukt ist, sondern man erzählt sich ja etwas darüber. Also muss ja schon was vorgefallen sein in der Zeit. Und wenn das jetzt jemand ist, ein Geist, dass wenn du reingehst, dass er dir die Beine wegzieht und dich quer durchs Haus schleift, dann würde ich definitiv nicht. Ja, aber es gibt ja auch so Psychogeister, wie in vielen japanischen Filmen, der sich dann an dich dranhängt, auf einmal 10 Kilo mehr wiegst und noch gar nicht weiß, warum. Vor Weihnachten. Klar weiß ich, warum. Nein, aber ich würde es nicht machen. Ich war beim All You Can Eat. Was war denn klar, das? 10 Hat's Kilo. Gewittert? Kein Geist. Irgendwas hat eben gerade gebrabbelt. Sein, hier ist ein Lieblingsgegenstand. Ecto. Hier ist ein Ecto auf der Treppe erschienen. Ja. So ein Ektobubbel. Bin noch beschäftigt mit dem. Gib uns ein Zeichen. Schreib in das Buch. Wie ich alt bin davon bist überzeugt, du? Dass wenn ich dem Geist einfach lässig entgegentrete, dass er irgendwie sagt, ey, es klingt vernünftig, was du sagst. Das ist Friendshipen. Naja, je nachdem, ob er deine Sprache auch spricht. Ja, ja, klar. Also ich würde es niemals tun. Das ist absolut absurd. Ich würde es tun. Allein für den Kick. How old are you? I will catch you. Ich nehme mal den Spiegel. Man kann auf die Treppe irgendwie glitschen. Eben gerade bin ich so auf die Treppe geglitscht. Oh, er kritzelt. Er kritzelt. Totenkopf? Ein Totenkopf, ja. Aber sehr schön gemalt. Obwohl wir den gar nicht mehr... Was ist das? Hä? Keine Interaktion beim Brett, das ist keine Interaktion. Das, was man gerade gehört hat. Genau, das ist das Quietschen vom Brett, aber das Brett legt nicht los. Keine. Und die Puppe schwebt. Okay, Puppe ist... Erhebt. Er ist ruhig und jung. Warst sicher? Lass mal einen Rundfunkempfänger noch abwarten. Ich bin mir schon sicher. Nee, hat ja keinen Einfluss mehr. Was haben wir denn beim Rundfunkempfänger? Was? Rundfunkempfänger macht gar nichts, oder wie? Nee. Na, Wein wäre es rein theoretisch. Ja, stimmt. Er weiß halt nicht, ob, wenn das Brett keine Interaktion... Soll ich es riskieren? Nein, noch nicht, warte noch. Das Brett macht keine Interaktion, hundertprozentig. Das ist das, was wir eben gerade gehört haben.
Aber... Der Chat sagt, ich soll drücken. Okay. Jung, ruhig, okay. Ledig. Oh Gott, yes. Gut so. So. Feuersalz, Salz. Den Geist durch den verfluchten Spiegel rufen. Hol ich mal kurz. Feuersalz, Salz. Feuersalz habe ich sogar dabei. Okay, nehme ich Salz. Ich sag mir, das ist eine Nummer, komm. Lass mal. Yo, Geist. Nimm einfach sonst den Spiegel, dann geht es voll schnell. Du machst jetzt Feuersalz, danach mache ich Salz. Oder ich bomb's direkt nach dir drauf. Oh, er hat mich gecatcht. Oh no. Das heißt, Kies Gegenstände sind noch kaputt, ne? Easy, komm. Echt jetzt? Alle? Wahrscheinlich, ja. Das Salz sieht aber nicht kaputt aus. Ja, nee, ich hab's davor weggeschmissen. Ah, nice. Profi-Gameplay halt. Spiegel, glotzen soll ich machen mal? Mach mal, ja. Ich glotz mal durch. Hol schon mal den Kolben mit Vesuv-Asche mit, ne? Ja. Nicht ne Licht. Okay, der kommt jetzt hier auf uns zu. Echt? Wo? Da. Hier, ich hab ihn. Jetzt du nochmal nice. Drauf. Ja, ich hab's gerade leider schon verwendet. Mein anderes war futsch. Brauch nochmal Salty. Meine Freunde. Zweimal Salz braucht man sogar. Ja. Der geht ja richtig steil. Dann hol ich mir nochmal Salz. Ich hab auch nochmal einen Beidel geholt. So, Salz. Ich hab Salz. Erst salzen und dann, ja, ich hol immer einen Spiegel. Salzen, ihn. Spiegeln, salzen. Ja. Mach ihn salty. Ist irgendwo unten im Keller. Eigentlich solltest du eher den Spiegel verwenden, weil du hast den Anti-Touch. Ja. Ich hab den nicht. Wo ist denn der? Hier, da wo ich stehe. Ich guck mir das von draußen an. Das sind ja winzige Fußabdrücke. Er weint. Naja, klar. Wo ist der Geist? Geist? Ja, weil er ruhig ist. Ruhig ist und unerfahren. Er geht die Treppen da gerade lang. Wo er da oben war, ja. Jetzt steht er hier am Fenster. Boah, nein! Boah, nice. Okay, ich hol kurz den Spiegel. So, damit rufe ich ihn direkt. Jetzt muss ich nochmal salzen. Ja. Und dann vernichtendes Licht. Nee, ja. Erst Asche. Nee, erst Asche, die habe ich dabei. Du kannst schon mal den Dolch mitbringen, wenn du möchtest. Will ich aber nicht. Nein, ich habe ihn dabei. Schlimm. Wo schmeiß ich nochmal, links oder rechts? Links. Links. Ah, ja, er kommt auf mich zu. Läuft er da nach oben? Ja, du musst da mal mit dem Spiegel noch beschwören, oder haben wir das jetzt? Das haben wir schon gemacht. Und gesalzen hast du auch schon. Jetzt. Salzen muss ich noch. Jetzt stell die Asche noch hinterher. Nice. Jetzt das Licht noch hinterher. Das hat sogar funktioniert! Und jetzt das Ritual hinterher! Okay, geil. Sag! Nimm die Rose, ich hab die Rose und den Schädel. Ich hab die Maske und die Uhr. Ich hab die. Okay. Ich hab nur den Schädel. Fänger. Maske? Okay, warte, ja, ich geh. Knapp. Raumfänger. Nun, dann kannst du hier den Ball nehmen. Uhr. Oh Gott. Aber du hast sie wieder aufgehoben. Noch einen Versuch, ne? Kam ich. Jetzt ja, schnell. Ah, ich hab nix. Nein. Gleich ist mein Tod. Die Uhr kannst du. Hast du die Uhr? Nein, ich sehe sie nicht. Oh nein, die liegt da drin. Die liegt in meiner Leiche wahrscheinlich, oder? Nee, die liegt da. Oh oh. Oh nein. Der ist pisst. Ja, fuck.
Shit. War's das jetzt? Habt ihr verloren? Nee, wir müssen jetzt die Gegenstände nochmal suchen. Boah, das ist echt mies. Ja, ich brauch Schutz. Oh shit. Oh nein. Ich hab Schutz, aber der greift jetzt die ganze Zeit an. Ich schmeiß den Spiegel weg. Holy. Was hilft denn mehr als nur einmal? Nix. Scheiße. Dann nehme ich einfach mal auf. Feuer und Salz, ne? Feuersalz und Salz, normales Salz, ja. Salz hilft und Feuersalz hilft, ja. Warum kann ich? Ah, okay, ich habe 1, 2, 3, okay. Genau. Oh no. So, warte, jetzt schon mir auch noch eine Kamera an, damit ich mitsuchen kann. Ja, also Gott sei Dank ist es ja nicht so groß. Sollen wir mal dieses... Also die Rose habe ich wieder hingelegt, übrigens. Gut. Shit. Ah, hier? Ja, das war da hinten an der Tür halt eine richtig fiese Stelle, ne? Ich glaube, die liegen genau wieder da, wo sie davor auch waren. Ah, ich bin tot. Er hat mir alles aus der Hand gedroppt. Hier liegt alles bei Gnu. Oh, you kidding er rennt me? Übrigens hinterher. Ja, ja. Wo bist du denn? Wo liegt denn dein Zeug? Du hast hier doch auch noch irgendwas, oder? Direkt hier vorne. Wo denn? Salz, Feuersalz. Nee, ich brauche deinen Gegenstand. So, ne, die Rose liegt hier wieder am Eingang. Okay, was brauchen wir jetzt noch? Schädel und Maske. Shit. Don't do this to me, guys. Don't do this to me. Die liegen da wirklich nochmal an der gleichen Stelle wie davor? Keine Ahnung. Ja, ich weiß es. Es ist das Gleiche. Oh, fuck. Jetzt wird's aber tight. Jetzt wird's richtig tidy. Okay, wo war jetzt der scheiß Schädel? Hast du auch Schutz? Ja. Oh, ich bin gleich verrückt. Musst du Pillen essen? Boah, der Kackschädel. Du musst auf jeden Fall jetzt raus. Du musst Pillen holen. Könnt ihr den Schädel suchen? Ihr seid doch tot. Nee, wir können ihn sehen. Shit, oh Gott. Oh fuck, ich hab nichts mehr, ich bin tot. Nein. Ihr könnt als Tote die Gegenstände trotzdem suchen, Leute. Ja, ich bin dabei. Jetzt ist zu spät, ich bin tot. Ja, ich war dabei, ich hab gesucht. Im Keller war es nicht. Oh nein. Unbefriedigend. Aber sehr sogar. Ein unbefriedigendes Ende kann immer zu einem befriedigenden Anfang führen. Das heißt, falls ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Checkt gerne Kisi ein Like unten in der Beschreibung ab. Und bitte verlangt das Game nie wieder. Es reicht nicht. Ich bin so kurz vor 50.000 Abos. Wollte ich nur erwähnen. Lasst ein Abo da. Dankeschön. Und jetzt raus!